Vielleicht ist es einfach zu früh für uns. Es ist genau richtig. Deine Nähe tut mir gut. Das Familienoberhaupt sitzt dort. Wenn du also bitte so freundlich wärst, Carla, den Platz zu räumen. Für unsere Mutter, Francesca. Ein Scherz, oder? Der Platz am Kopfende gebührt dem Familienoberhaupt, Carla. Das weißt du ganz genau. Und da Vater gestorben und Mutter zurückgekehrt ist... Ja, das hättest du gern. ...werden wir die Sitzordnung entsprechend anpassen. Carla, du weißt, ich gebe Ansgar normalerweise nur ungern recht, aber in diesem Fall... Bitte. Es ist mir egal, wo ich sitze. Soweit kommt's noch. Das ist doch alles nicht zu fassen. Bitte, Mutter, tu mir den Gefallen. Sag doch bitte was. Was soll ich denn sagen? Vielen Dank, Rebecca. Danke, dass du es mir gesagt hast. Super. Nein, ich wollte da nur... Wenn ich gewusst hätte, dass ich mit dieser Info in die Presse auch dir schadet, dann hätte ich das niemals gemacht. Wirklich. Dann hast du es wegen Luise gemacht, um ihr eins reinzuwürgen. Dann ist alles bestens. Sei doch nicht so sarkastisch. Was soll ich denn sein? Realistisch? Dann verschwindest du jetzt besser und kommst nicht mehr wieder, weil ich dich nicht mehr sehen will. Ich kann dir verstehen, dass du stinksauer bist. Ich habe einfach nur gedacht, dass wir... Ja, dass wir Freunde sind. Hey, Freunde stoßen sich nicht gegenseitig das Messer in den Rücken. Aber da habe ich mich anscheinend bei dir getäuscht. Gregor, ich kann es mir ja selbst nicht erklären und verzeihen auch nicht, aber ich konnte einfach nicht mehr zugucken, wie du und Luise... Weil ich dich immer noch liebe, wie verrückt. Was war das gerade? Wissen Sie was? Das mit den Getränken, das machen wir auf Kommission. Weiß ja keiner, was überbleibt. Sie zahlen einfach nachher. Ah, gute Idee. Dankeschön. Gerne. Papa. Hey. Olli, wir brauchen Getränkenachschub. Ich weiß nicht, das Kicken so durstig macht. Kümmere ich mich gleich drum, ne? Spielst du im Sturm oder in der Verteidigung? Ich bin eher defensiv aufgestellt. Ich bin eine unüberwindliche Mauer im Turm. Oh. Ist hier eine geheime Familienversammlung und keiner hat mir was gesagt? Nein, es ist reiner Zufall. Ich habe nur die Getränke für Lydias Fest geordert. Und? Schon aufgeregt, wo du jetzt endlich unter die Haube kommst? Ja, Verlobung. Es ist schon ein bisschen altmodisch, aber wundervoll romantisch. Ich war noch nie auf einer Verlobungsparty. Echt? Dann komm doch einfach mit. Okay, gern. Wird bestimmt das Ding. Ja, zum Totlachen. Und, wie hat dir dein erstes Abendessen im Kreise der Familie gefallen? Es wäre schöner gewesen mit Carla. Es macht mich traurig, dass sie so große Probleme hat mit meiner Rückkehr. Ach, du darfst dir darüber nicht so viel Gedanken machen. Carla braucht für manches eben ein wenig länger. Also ich kann ihre Schwierigkeiten nachvollziehen. Wir müssen uns alle erst wieder dran gewöhnen, dass du da bist. Geht mir doch auch nicht anders. Spielst du mit mir? Hier, nein, daraus wird nichts mehr. Es ist Zeit fürs Bett. Tanja, pädagogische Erwägungen in allen Ehren, aber wenn mein Sohn mit meiner Mutter spielen möchte, dann lass sie doch. Nicht wahr, Hannes? Zeig mal der Oma deine Spielsachen. Ja. Doch mal. Lass sie dir nicht. Na los,
Nachschub! Wir sterben vor Durst. Genau, jetzt nimmst du erstmal einen kräftigen Schub, dann wirst du vielleicht auch locker im Handgelenk und trittst zur Abwechslung mal das Tor. Du hack nicht auf meinem Süßen rum, der kann dafür andere Sachen. Ich hab den auch schon. Ah, keine Details bitte. Sag mal, wo ist eigentlich Rebecca? Genau, wir wollten noch das alte Ehepaar abziehen. Die musste dringend weg. Wie jetzt, ohne sich zu verabschieden, oder? Ja, weiter geht's, oder? Jetzt starten die Kellerduelle zwischen den miesesten Spielern, also euch. Es sei denn, es hat jemand Lust, gegen uns zu spielen. Ah, du oder was? Ja, ich geh schon. War was zwischen Rebecca und dir? Hey, komm rein. Ich wollte nur schnell meine Tasche holen, dann bin ich wieder weg. Was guckt ihr denn alle so? Ich bin eine miese, kleine Verräterin, der man nicht über den Weg trauen kann. Hey, Leute. David, warte mal. Ich hoffe, das mit der Einladung war nicht ernst gemeint. Olivia? Ja, es wäre mir recht, wenn du das klären würdest. Wieso denn? Weil ich nicht das Gefühl hatte, dass Lydia davon begeistert gewesen ist. Außerdem ist es eine Sache von Lydia und Sebastian. Meine Güte, einer mehr oder weniger, das ist doch wurscht. Es ist Lydias Fest. Bitte lass da dein Liebesleben außen vor, okay? Hättest du auch selber draufkommen können, Holzkopf. Kannst dir gar nicht vorstellen, wie leid mir das alles tut. Ich hab echt neben mir gestanden. Weißt du was? Das nächste Mal kommst du einfach gleich zu deinem großen Bruder. Ja, das hätte ich wohl tun sollen. Jetzt ist es zu spät. Ach was, das wird schon wieder. Hoffentlich. Oh, kannst du mir einen Gefallen tun? Bitte sag den anderen nichts davon. Der Tipp an die Presse. Ich will einfach nicht, dass die auch noch so auf mich sind. Guten Morgen, Durchlaucht. Darf ich ein Gedeck für Sie auflegen lassen? Nein, danke. Ich bleib nur kurz. So. Können wir miteinander reden? Runterputzen willst, nur zu. Ich bin nicht gekommen, um dir irgendwelche Vorwürfe zu machen. Wenn man verliebt ist, dann vergreift man sich in den Mitteln, das weiß ich selbst. Wie weise von dir. Ich bin enttäuscht. Ich hab mit vielem gerechnet, aber nicht, dass du so ein falsches Spiel treibst. Das sagt die Richtige. Meinst du, du bist besser? Vielleicht sollten wir mal in Ruhe miteinander reden. Es ist so friedlich hier. Und schön, wie ich das alles vermisst habe. Ehrlich gesagt, mir gehen eine Menge Fragen durch den Kopf. Na dann, raus damit. Also schön. Was war das für ein Gefühl, die eigenen Kinder zurückzulassen? Das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Und seither ist keine Nacht vergangen, in der ich nicht an euch gedacht habe. Wäre es denn nicht einfacher gewesen, uns einfach zu vergessen? Ich habe von Anfang an gewusst, dass das unmöglich ist. Das heißt, in all den Jahren hast du an uns, ich meine, hast du auch an mich gedacht? Du warst mir immer der Liebste. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum du dich in dieser ganzen Zeit nie gemeldet hast. Du kennst die Mafia nicht. Wenn sie nicht an dich herankommen, dann bedrohen sie deine Familie. Das Risiko war einfach zu groß. Ich musste euch schützen um jeden Preis. Und trotzdem, obwohl es keine andere Möglichkeit gab, konnte ich in all den Jahren nicht eine Nacht ruhig schlafen. Bitte, gib mir die Chance, etwas wieder gut zu machen und die verlorenen Jahre nachzuholen. Du hast mir gefehlt.
Mörchen. Hallo. Hallo. Kaffee? Ah, danke, ich will nur die Getränke abliefern, dann muss ich weiter. Okay. Wir tragen die Bierfest am besten durch die Garage in den Garten. Wer braucht die Hilfe? Zwei ganze Männer, ja? Komm. Ja, verstehe, deswegen soll ich auch in der Küche weiter das Gemüse schnipseln, ja? Und? Aufgeregt? Ja, wie verrückt. Es ist nur schrecklich, dass Mama nicht dabei sein kann. Weißt du noch, als ich mit ihr Hochzeit gespielt habe? Sie hat ein weißes Laken umgehängt und dir die Haare hochgesteckt. Mit diesen Spangen, wo so kleine gelbe Enten drauf waren. Ja, das solltest du tragen. Das kommt wieder schwer in Mode. Aha. Hm. Schon traurig, dass sie nicht dabei sein kann. Hm. Ach, Papa, es tut mir leid. Ich wollte dich nicht auch noch mit runterziehen. Ist schon gut. Du musst dich nicht entschuldigen. Denk dir einfach, Mama hätte dir eine wunderschöne Verlobungsfeier gewünscht. Und außerdem schaut sie ja zu. Von oben. Kannst du dich noch erinnern, als ich Leonards Holztraktor kaputt gemacht habe? Ja. Du hast behauptet, es wäre Carla gewesen. Dir war natürlich gleich klar, dass ich schwindel. Aber du hast mich nicht vor den anderen zurechtgewiesen. Mhm. Den Kopf habe ich dir erst nachher gewaschen, als wir alleine waren. Richtig. Tja, Mutter, du hast immer zu mir gehalten. Es war lieb von dir, mich gestern Abend ans Kopfende setzen zu lassen. Und trotzdem, ich kann Carla verstehen. Ach, ich sollte lieber froh sein, wenn man sie ab und zu mal in die richtige Richtung schubst. Wie meinst du das? Ich finde, sie ist überfordert mit ihren Aufgaben. Sophia, die Leitung der Holding, das ist alles ein bisschen viel für sie. Sie scheint mir eigentlich sehr souverän zu sein. Das täuscht. Ehrlich gesagt, ich würde es begrüßen, wenn du in die Leitung der Firma einsteigen würdest. Ich weiß nicht. Trotzdem, ich glaube, es wäre sowohl für die Firma als auch für die Familie von Vorteil. Also du und Carla, ihr macht wahrlich keinen harmonischen Eindruck. Warum ist das so? Meine Geschwister haben mich doch schon immer wie eine Außenseiter behandelt. Das prägt. Umso glücklicher bin ich, dass du mit Tanja eine starke Frau an deiner Seite hast. Tanja. Tanja steht niemandem zur Seite, wenn sie nicht selbst einen Vorteil davon hat. Aber liebst du sie denn nicht? Und wie? So wie eine Schlange, der man täglich Labormäuse verfüttert. Ich war einfach so froh, dass ich hier auf dem Schloss eine Freundin gefunden hatte. Mir ähnlich. Während ich dir mein Herz ausgeschüttet habe, hast du dich wahrscheinlich mit Gregor über mich totgelacht. Oder warum hast du nicht gesagt, dass du mit ihm zusammen bist? Es war dumm, falsch und feige von mir. Ich kann mir gut vorstellen, wie du dich gefühlt haben musst, als du es erfahren hast. Gut, ich habe unsere Freundschaft verraten. Ich war egoistisch. Ich habe nur an mich gedacht. Aber es war auch einfach alles hoffnungslos und es war kompliziert. Ach, und was war es dann für mich? Als ich erfahren habe, dass du und Gregor, ich wollte es einfach nicht akzeptieren. Dass er nur dich liebt. Und deswegen habe ich auch der Presse gesteckt, dass Gregor mal als Callboy gearbeitet hat. Ich war einfach nur so blöd und neidisch. Ich glaube, wir haben einfach beide ziemlich in Mist gebaut. Wollen wir Besserung geloben? Die Fackeln müssen in den Garten. Hoffentlich überlebt der Garten die Party. Keine Sorge, die brennen schon sauber ab. Ich dachte nicht so sehr an die Fackeln, als vielmehr an die Gäste. Mach dir mal keine Sorgen, die können sich schon benehmen. Und Arno, die
Lahnsteins haben ausreichend Erfahrung mit Grünanlagen. Ach, die Lahnsteins. Ja, und jede Menge Sklaven, die sich um ihre Parks kümmern können. Du hast einen ziemlich guten Einfluss auf die Brandner Männer. Hm? Wo ist denn das Salz? Hier. Ich gebe mir Mühe. Thymian? Keine Ahnung. Ich weiß, die Heimlichtuerei fällt dir schwer. Hm? Was? Ist auch nicht mein Stil. Der Chiliöl? Hier. Alles bei der Nase. Du hast übrigens recht. Lydias Verlobungsfeier ist nicht der richtige Zeitpunkt, um uns zu outen. Hm, wer denkt, war schlechteste? Bienenkerne. Sag mal, bist du so souverän? Oder tust du nur so? Ich kann eben warten, wenn ich weiß, dass es sich lohnt. Jetzt, hey, stopp! Jetzt fliegen wir noch auf. Außerdem müssen wir noch ganz viele Salate machen. Kirschtomaten, aber Dalli. Hey, ihr zwei beide, friedlich vereint. Wie kommt's? Wir haben uns wieder versöhnt. Schön. Was magst du trinken? Ich hätte gerne ein Wasser, aber ohne Zitrone. Weiß ich doch. Mangosaft. Gregor, ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe. Ich hoffe aber trotzdem, dass du mir verzeihen kannst. Vielleicht irgendwann. Und was erwartet ihr jetzt? Dass ich ausflippe vor Freude? Ja? Wir zwei, wir halten erstmal Abstand. Ach, Elisabeth, du kannst dir übrigens die dummen Blicke Richtung Francesca sparen. Wenn es jemandem nicht zusteht, meine Mutter zu kritisieren, dann bist du das. Also meine Mutter ist tot. Ich find's wirklich erstaunlich, dass du plötzlich dein Herz für diese Betrügerin entdeckst, wo du doch gar keins hast. Mag sein, dass du denkst, mehr Herz zu haben als ich, Carla. Dafür punkte ich entscheiden, wenn es um Hirn geht. Diesen Unsinn höre ich mir nicht länger an. Du etwa, Carla? Die gewünschten Utensilien. Ja, vielen Dank, Justus. Elisabeth wäre ja beinahe geplatzt. Aber ich muss Carla recht geben. Seit du dich dazu entschieden hast, Maria als deine Mutter anzuerkennen, ist ja kaum wiederzuerkennen. Man könnte fest annehmen, du glaubst es wirklich. Du wirst lachen, Tanja. Das tue ich auch. Na, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn ihr euch gut versteht. Wenn Maria nämlich dann... Entschuldige mal. Sie heißt Francesca. Von mir aus auch Madonna. Wenn sie auf jeden Fall das Sagen hat, dann kann sich deine Familie warm anziehen. Denn dann stehst du am Ruder. Der Schlacker ist in der Weinschüssel drin. Ja. So, raus damit. Wird gemacht, Chef. Und David, nimm auch gleich die Kerze mit. Sofort. Und was nehmen wir jetzt, Anno? Du, die Salate, ich die Bestecke. Klar. Sag mal, kommt Elisabeth eigentlich auch? Ja, klar. Ach so, ist das ein Problem für dich? Was? Quatsch, Unsinn. Anno, du bist dir wirklich, wirklich sicher, dass das Wetter halten wird? Ach, Lydia, zum 100. Mal. Ich hoffe, ja. Ja. Hey, jetzt mach dir mal nicht zum Kopf. Das wird eine coole Feier, auch wenn es regnet. Ganz bestimmt. Ja. Hey. Ich bin doch auch nervös. Aber nicht wegen der Salate oder dem Wetter oder der Gäste, sondern wegen dir. Weil du so wunderschön bist. Mich liebst. Und mich so nimmst, wie ich bin. Na also, Sebastian spült dich weich und wir kümmern uns um den Rest. Und glaub mir, da wird nichts schiefgehen. So, und was will ich jetzt schaffen? Wie wär's damit? Nee. Immer noch wunderbar. Wo hast du sie gefunden? Johannes hat alles von dir aufgehoben. Die Kette, die habe ich besonders gern gemocht. Weißt du noch, als ich sie das erste Mal getragen habe? Was? Da warst du noch gar nicht auf der Welt. In Esket, beim großen Pferderennen. Ich habe eine unvernünftig hohe Summe auf einen Außenseiter gesetzt. Und ich habe viel Geld gewonnen.
Richtig viel Geld. Die Kette scheint dir Glück zu bringen. Ja. Ja, das tut sie. Auch wenn alle Wahrscheinlichkeiten dagegen sprechen. Solltest sie ständig tragen. Glück kann man doch immer gebrauchen. Ja. Hilfst du mir? Fantastisch aus. Hör mal, ich muss los. Ich muss mich noch für die Verlobungsfeier umziehen. Endlich bin ich da, wo ich hingehöre. So. Jetzt hoffen wir, dass das Wetter hält. Das wird schon. Was jetzt? Ah, die Marinade. Du glaubst gar nicht, wie schwer es mir fällt, meine Finger von dir zu lassen. Das hoffe ich doch. Kleiner Wirbelwind, was hast du denn so eilig? Ich hoffe, er hat sie nicht gestört. Ich mag Hannes. Er stört mich nie. Danke, das ist nett. Hey, hey, hey. Du kannst nicht immer weglaufen. Ich kann nicht den ganzen Tag mit dir fangen spielen, Hannes. Komm, ab mit dir, Schnee. Hm? Ach, egal, was er anstellt, ich kann ihm einfach nicht böse sein. War Ansgar als Kind genauso? Oh ja, ein richtiger Sonnenschein. Charmant und... nichts als Unsinn im Kopf. Es ist rührend, wie Ansgar und Hannes sich freuen, dass sie wieder bei uns sind. Familie ist so unendlich wichtig. Oh ja. Hören Sie, Tanja. Ich darf Sie doch so nennen. Gerne. Ich bin doch Ihre Schwiegertochter. Ich finde, wir sollten uns duzen. Nein. Ich glaube, das sollten wir nicht. Hören Sie auf, mir etwas vorzumachen. Sie tun meinem Sohn nicht gut. Was soll denn das heißen? Dass ich ein falsches Luder erkenne, wenn es vor mir steht.